Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Island. Wir sind bald durch mit Welt 3 und in diesem Level, da tun uns schon wieder diese Äffchen entgegenblitzen. Ich habe doch langsam genug Affen gesehen. Also sehen wir, ob sie mir Baby Mario diesmal klauen. Was, Baden? Ich kann Baden baden. Was für ein Blöder. Der ist doch eben da hoch. Komm ich da hin? Schaffe ich das? Ha! Nein! Ich will nicht fallen. Komm schon. Das schaffe ich jetzt nochmal. Hoffe ich. Da oben wird's was geben, aber ich schaff's gerade nicht. Naja, dann gehen wir halt erstmal zurück. Ey, was machen denn die stärksten Shy Guys hier? Ich habe glaube ich genug Eier. Ich muss jedenfalls aufpassen. Wenn die ins Wasser fallen, kann ich sie nicht mehr sehen. Aha, ich sehe hier ein Äffchen. Habe ich die ganze Zeit schon Äffchen gesagt? Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das verdächtig. Aber doch nichts. Hier tut mal sowas von rutschendem Matsch. Ha, Sternpunkte. Aber sowas von klar. Ey, bleib hier. So. Sternstaub. Ist zwar nicht besonders toll. Ich denke mir zumindest, dass er nicht gut schmeckt. Während ja, da schmeckt besser. Aber an ihm ist nichts dran. Aha, wieder so eine Äffchenkette. Um uns diese Blume zu holen, nehmen wir dann am besten ein Ei. Genau. Hier. Ja. Och, ihr verdammten Affen. Ja, wenigstens sind sie jetzt aufgelöst. Kann ich sie alle futtern? Komm her. So, das war ein Affenfrühstück. Ey, wo ist dieses Teil? Jetzt sagt bloß, das ist jetzt wieder am Anfang. Ja, wir konnten das zurück. Ach ja, ich glaube, das geht automatisch, könnte es sein. Wenn man nicht mehr draufsteht eine Weile. Oder hat es jetzt weggeglitscht? Wir werden es nie erfahren. Und ich habe vergessen, meine Stoppuhr anzumachen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen längerer Part heute. Das wurmt mich jetzt. Es hätte sein können, dass da am Anfang was ist. Ist doch immer besser, wenn man versucht, die 100 Punkte im ersten Durchlauf zu machen. Verdammter Fisch. Och. Wenn das so weitergeht, muss ich eh nicht mehr loslegen. So, erstmal die Piranhas fressen, die hier überall sind. Jetzt sind sie plötzlich alle weg. Jetzt muss ich das Teil hier wiederholen. Mach mal no. Und die ersten 5 Sternpunkte sind schon wieder weg. Hoffentlich haben wir noch ein paar Sternkarten. Irgendwie bezweifle ich, dass ich in dieser Welt die 100 Punkte gleich schaffe, wenn ich jetzt hier so schlecht spiele. Trotzdem, ich will diese Münzen einsammeln, um herauszufinden, ob es rote Münzen sind. Ah, so geht's auch. Nein, es sind keine roten Münzen. Gut, das merken wir uns. Hoffentlich. Wieder keine? So, das hat gut geklappt. Wieso habe ich nur noch ein Ei? Verstehe ich nicht, ich habe doch gar keine benutzt. Ach so, die haben sich nur wieder... Was macht denn der da drin? Hey, cool. Obwohl ich nach dem Affen geguckt habe. Aha, ein Geheimgang. Mal sehen, ob es da drin Münzen gibt oder was anderes. Ah, ein U-Boot. Submarine Yoshi. War kein Yellow Submarine, sondern ein Red Submarine. Kann sein, dass ich diesen Witz schon mal gebracht habe. Oder war das in den Parts, wo ich versehentlich den Ton nicht mit aufgenommen habe? Das sind rote Münzen. Ja, auch. Noch mehr. So, jetzt muss ich mich aber langsam mal zum Yoshi-Block beeilen. Ein Pfeil. Der kommt uns bestimmt zurück. Genau. Aha, da sind wir rausgekommen. Und die Röhre, wo ich eigentlich nachgeguckt hätte, ob noch was ist. Kommst du nicht hoch? Komisch. Diese Blöcke da, die über den anderen Blöcken sind, die sehen irgendwie merkwürdiger aus. Haben die irgendwas zu bedeuten? Haben Blöcke was zu bedeuten, ja. Also da kann man doch garantiert hoch, aber wie? Wird ein bisschen schwer mit dem... Gut, jetzt erstmal zielen. Och, verdammt, das war knapp daneben. Aber so klappt's. Das sind Sternpunkte. Ein Affe. Hey, mit einem Gegner könnten wir es hochschaffen. So. Erstmal dich. So, den Shy Guy, den habe ich noch im Mund. So, den gucken wir erstmal hier aus. Scheiße! Verdammt! Ich dachte, den behalte ich. Der wird nicht so weit fliegen. Ach, es klappt gerade nicht so, wie ich will. Dann schub ich ihn halt nach oben. Dann dürfte es eigentlich besser klappen. Ich mache es auch total falsch. So, komm her. Oh, ich wollte auf dich springen und nicht in dich rein. Ich brauche auf jeden Fall Sternkarten, falls es mir gelingt. Ha, ich wusste es auch, mit dem Gegner kriege ich es hin. Hier oben ist ja gar nichts. Schiebung. Sollen dir wisst.
ja nicht mehr aus dem Bildschirm raus. Ich werf mal einen nach oben. Einfach so. Nö. Toll. Sie haben mich reingelegt. Dafür habe ich mir all das angetan. Zielen? Ich glaube, das ist das letzte Ei. Aber naja, die muss jetzt raus. Schnell! So, was ist hier drin? Aha, eine Pflanze, dann werden die Blumen kommen. Ah, sehr schöne Eierbox. So. Dürfen wir eigentlich alle haben? Mhm. Ich wollte nicht ins Wasser. Nein, kein Rakit. Ist auf jeden Fall Boden. Den kann ich sehen. Ich kriege immer dieses Vivid. Das nervt. Schnell Sternpunkte sammeln. Ah, da habe ich nicht bekommen. Nein! Ich wusste doch, dass ich jetzt in die Rakete renne. Das ruhe ich immer. Weil ich mir einfach nicht merken kann, dass die nicht direkt nach unten fliegt, sondern dass der die loslässt und die zuerst ein bisschen nach links fliegt. So. Könnten eigentlich überall Geheimgänge im Wasser sein. Hm. Wieso zeigt mir das Teil hier Pfeile? Ist das irgendwie verdächtig? Aber erstmal machen wir Krabi fertig. Flupp. So, gucken wir mal. Nein, sieht nicht so aus. Wir machen Pfeile im Bildschirmhintergrund. Aha, da geht's wieder nach oben, aber hier komme ich jetzt gerade wirklich überhaupt nicht dran. Und ich will mir auch gerade keinen Gegner organisieren, um da hochzukommen. Mal sehen, was in dieser Wolke da ist. Aha. Halt, Moment, wenn da jetzt einer nach oben wächst, dann könnte ich vielleicht mit dem Flatterflug darüber fliegen. Bingo. Probier's. Hm. Das ergab nicht wirklich Sinn. Ich muss wahrscheinlich in die andere Richtung. Ach, den Flatterflug, wenn man es geschickt macht, kann man den wirklich lang durchmachen, aber ich habe jetzt nicht so viel geschafft. Aha, hier ist eine falsche Blume. Da ist noch eine. Komm, dreh dich um. Dreh dich um. Jawohl. Sag mal, wieso ist sie denn jetzt los? Geh los. War das lässt mich irgendwie gerade keine Ruhe, dass man da hoch konnte. Ich glaube, ich werde nochmal zurückgehen. An den Blumen vorbei. Die kann man ja gut erkennen kann. Ah. Das war gut, dass ich da lang bin. Melonen, ich meine Knatterkürbisse. Aber wozu? Gibt's hier irgendwas? Ein paar Affen? Viele Affen? Ja, hör auf. Lieber gibt's hier eine Menge rote Münzen. Aha. Und den da oben noch. Na, was soll's. Das hätte knapp werden können. Was ist hier drin? Ein One-Up? Sternpunkte, als ob wir es nicht gekommen hätten sehen. Oder hätten kommen sehen. Oder Grammatik im Eimer. So. War das jetzt alles hier? Oder sollten wir nochmal zurück? Ich gehe einfach. Wir wissen ja noch gar nicht, wie lang dieses Level noch ist. Ach, wieso? Schnapp ich ihn nicht. Komm her. Jo, kein Problem. Er hat Schwert und Lanze verloren. Das sind, stimmt, Sternenpunkte. Hör auf, so zu lenken, da gibt es so viele Gegner am Bild. So. Ganz nach oben kriege ich es nicht. So. Du drehst dich erstmal wieder um, bitte. Siehst du, ich war ganz höflich. Manchmal kommt man richtig weit, wenn man höflich ist. Zuerst einer, dann zwei und lasst mich raten. Dann drei. Och, ich rede schon wie bei einem Mann. Mist. Jetzt muss ich warten, bis er vorbei ist. Och, sind nur zwei. Das ist langweilig. Hätte doch immer mehr machen können. Aber da hinten ist vielleicht eine versteckte Wolke. Das finde ich nämlich irgendwie zu verdächtig, dass da nichts ist. Ich finde alles verdächtig. Hey, aber wenn man nichts verdächtig findet, dann kommt man dieses Spiel nicht voran. Jetzt tu den schon richtig hier reinstampfen, Rufus. Ih, was bist du? Und jetzt rede ich wie Blaze Fox. Okay, ein Ei hat gereicht. Weil die Zunge
glaube ich, nicht gereicht. Ja, das kann Yoshi nicht futtern. Was, da ist jetzt der Sternenkreis. Den Affen will ich, denn ich würde den gerne mitnehmen. So, damit hätten wir wenigstens mal die 30 Sternpunkte. Da oben bin ich jetzt nicht hingekommen. Wenigstens mal 5 rote Münzen und eine Blume. Da hier erst der Sternenkreis war, könnte ich mir vorstellen, dass die hier im nächsten Bild sind. Aber jetzt gut aufpassen und besser nicht mehr treffen lassen. Ach, jetzt habe ich den Knatterkürbis verloren. Vorsichtig, hier runter. Langsam. Da, ein Scheigei. Hier waren jedenfalls rote Münzen. Ich wollte eigentlich nicht ins Wasser. Der mich sofort fressen kann. Das ist jedenfalls ein Wels. Und man hat ja schon Geschichten gehört von Welsen, die angeblich kleine Kinder verschluckt haben. Och, sag mir. Das ganze Zeug ist hier unten. Moment, hier gibt's einen Schlüssel. Das heißt ja wohl. Scheiße! Nein! So ein Mist! Ich muss ins Wasser. Dann werde ich mal versuchen, den Wels anzugreifen. Damit er verschwindet. Okay. Hier bei dem ist eine rote Münze. Aber das waren noch nicht alle. Irgendwo habe ich welche übersehen. Tja. Zumindest haben wir alle Blumen gefunden. Ich wette, ich habe rote Münzen in diesem Geheimteil übersehen. Das ist nämlich bestimmt ein Minispiel. Genau, Pembung. Hoffentlich gewinne ich die Sternkarten. Könnte mir gut. Allerdings nur, wenn es mir auch gelingt, die Ballons zum Platzen zu bringen. Ah, ich hab's. Haha. Los, 20 Sterne. Tio. Haben wir wenigstens ordentlich Chance auf ein Bonus-Game. Natürlich auch sein, dass die letzten paar Münzen hier noch sind. So. Hi. Gehen wir erstmal mit denen. Aha. Nicht fressen. Ja. Das ist jedenfalls ganz schön gefährlich. Scheiße. Ah! Oh, hat der mich erschreckt. Das war's. Jetzt fehlen nur Sternenpunkte und ich hoffe, sie sind hier drin. Nein! So eine Scheiße! Hab den Scheigei verhauen. Und ich glaube, jetzt wird hier nichts mehr sein, woran ich ein Ei machen kann. Das heißt, ich werde eine Sternkarte verbraten müssen. Das ist doch jetzt nicht wahr, wegen 2 verdammter Punkte. Tja. Wieso muss ich denn dieses Ei jetzt verschießen? Darüber wird man sich bestimmt über mich lustig machen. So, der dunkelblaue Yoshi. Ja, für diesen Fail bekomme ich nicht mal ein Bonusgeld. Der dunkelblaue Yoshi, hatte ich den schönen Namen gegeben. Ach, nennen wir ihn einfach Night wie die Nacht. Wenigstens haben wir hier die 100 Punkte. Mann, jetzt ärgere ich mich. Hier habe ich schon ziemlich viele 100 Punkte. Oh, 666. Oh, nee, 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 wir sind hier nicht gläubig. Das heißt, wir werden nicht mehr lang brauchen. So, und hier ist der letzte Boss in dieser Welt. Aber ich werde jetzt erstmal den Part beenden. Vielen Dank fürs Zusehen und den sehen wir uns dann am nächsten Part an.